Ich war heute den ganzen Tag in der Fugerei bei einem Content-Workshop zum Thema Lebensraum schaffen. Die Fuggersche Stiftung hat im 500. Jahr ihres Bestehens sich Gedanken gemacht, diese Stifteridee zu exportieren. Überall hin, auch in andere Teile der Welt. Und sie zeigt sich auf dem Rathausplatz im Sommer in einem außergewöhnlichen Pavillon von renommierten, prominenten Architekten aus Holland. MVRTV heißt dieses Büro, das bekannt ist. Auch schon mal ein Expo-Pavillon für die Niederlande gebaut und so weiter. Das war hochkarätig besetzt. Also es waren Vertreter der Stiftung Baukultur da. Dann natürlich die Projektarchitektin Christine Soha von MVRTV aus Rotterdam. Dr. Mendler vom Bayerischen Staatsministerium als Vertreter der Politik, der verantwortlichen Politik. Dann eine Professorenkollegin aus Augsburg von der Hochschule, Katinka Temme. Auch die Frau Kleinfelder, die Leiterin der katholischen Waisenhausstiftung in Augsburg. Auch 450 Jahre alt. Das sind ja beeindruckende Stiftungsgeschichten, die da dahinter stehen. Und vor allem auch diese Idee, diese Fuggerei zu analysieren und die Elemente herauszuarbeiten und zu benennen, grafisch darzustellen, die Fuggerei-Elemente, die es jetzt also als Katalog gibt. Es gab einen Impulsvortrag von der Projektleiterin. Es gab davor einen Vortrag von Frau Gabeler, die die Fuggerschen Stiftungen in der Fuggerei vor Ort leitet. Es gab eine Besichtigung mit einer Wohnung, mit einer Begehung der Schreinerei, mit dem Besuch beim Nachtwächter, wo man internas erfahren hat über die nächtliche Sperrung und die Schließgebühren zum Aufschließen. Das Thema Lebensraum schaffen, und deshalb bin ich auch hin, das Deutsche Dachzentrum hat uns natürlich auch interessiert für die Dachwelten 2022, die ja dieses Jahr anstehen und die ja eine innige Verbindung zu Augsburg mittlerweile aufgebaut haben. Und von Augsburg weiß man ja, dass man viel lernen kann historisch zum Thema Wasser oder auch das Rathaus sind ja sehr bekannt, die Fuggerei auch schon. Aber ihre 500-jährige Stiftungsgeschichte, das muss man sich wirklich mal überlegen. Es ist ein halbes Jahrtausend. Also. Und ein halbes Jahrtausend kann die Fuggerei Informationen bieten zum Thema Lebensräume schaffen. Und da konnte ich natürlich mit unserem Inhalt gut punkten, weil ich gesagt habe, Lebensräume ist unser Spezialgebiet. Denn es geht ja nicht um Lebensflächen, es geht um Lebensräume. Und damit meine ich natürlich den Aufriss, die Reliefenergie, die wir als Dachleute natürlich immer besonders loben. Auch zum Thema Nachhaltigkeit gibt es ja einiges zu sagen, was man am Dach ja gut verwirklichen kann. Und insofern war das ein sehr anregender, ein bisschen anstrengender Tag, der mit unglaublich geballter Information daherkam und der natürlich sehr interessant sein wird, diesen Pavillon und die Ereignisse in diesem Jahr im Sommer und in dem Jubiläum auf dem Rathausplatz in Augsburg zu besuchen. Ja, das Ziel war herauszuarbeiten, was man glaubt, diese Stiftung an andere Orte zu exportieren in der Welt. Und da hat man natürlich mal gemerkt, dass ein Stifter nötig ist und ein Stiftungswille, also auch eine Intention, wie sie Jakob Fugger ja auch hatte. Man musste ja bedürftig sein und katholisch und dreimal am Tag beten. Aber das waren ja eigentlich erschwingliche Bedingungen, die zu einer großen Wohltat für die heutigen Bewohner der Fuggerei immer noch führen. Man durfte ja eine tatsächliche Wohnung einer tatsächlichen Fuggereibewohnerin besichtigen. Und es war sehr interessant. Die Fuggerei ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. 500 Jahre alt, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Sie entsteht durch eine Stiftung von Jakob Fugger, dem Reichen, kinderlos geblieben. Der Erfinder des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, wenn man so will. Und dort wohnen bis heute inzwischen 150 Bewohner für einen Gulden, also umgerechnet 88 Cent Jahresmiete, und müssen aber ihre andere Leistungen selber aufbringen, wie Heizung und die Verbräuche. Aber können damit ein würdevolles Leben führen, was ihnen sonst nicht so leicht gelingen würde. Wir haben ja bei den Dachwelten 2021 ja uns auch schon mit dem Thema Fuggerei befasst, weil uns ja diese architektonische Bedeutung der Fuggerei klar war, auch für den architektonischen Nachwuchs, mit dem wir uns ja befassen, und auch für die Industriepartner, die sich sehr dafür interessiert haben, diese Geschichte sich anzueignen. Und wir haben ja auch einen Augsburger Architekten in der Jury gehabt, der heute auch im Workshop dabei war, Titus Bernhard,
der auch unsere Arbeit vom letzten Jahr aus dem studentischen Workshop erwähnt hat und gelobt hat. Also insofern ist das auch bei der Stiftung angekommen, bei Frau Gabler und Frau Peller. Das war also eine großartige Geschichte. Und so, dass man davon ausgehen kann, dass auch dieses Jahr vermutlich die Fuggerei und der Umgang mit ihr im Workshop wieder eine Rolle spielen wird. Und da bin ich gespannt drauf und freue mich drauf.